Hallo Milos, danke für deine Zeit. Milos Veljković, Innenverteidiger, Werder Bremen, erste Bundesliga. Wie geht's dir? Danke für das Interview. Alles gut. Danke. Und dir? Perfekt. 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Hast du gespielt? Genau. Ja, war ein gutes Spiel. Sind zufrieden und ja. Frankfurt war Mannschaft der Stunde, aber wir konnten gut reagieren nach dem Hoffenheim-Spiel und sind zufrieden mit dem Spiel. Ja, super. Milos, mein Ziel ist es heute, ein kleines Interview von dir zu machen, dass die Leute wissen, wer du bist und wo du kommst, was du durchgemacht hast. Einen sehr spannenden Weg hast du. Und wir fangen gleich an, als du klein warst. Wie kommst du zum Fußball? Familie? Wer hat dich angetrieben? Definitiv mein Vater, der hat mich da ja in die richtige Richtung gebracht und aber von Anfang an wollte ich das auch und das war von Anfang an meine Liebe, sagen wir es mal so. Ich habe auch Karate gemacht und Schwimmen, aber dann später musste ich mich entscheiden und da war ja. Das war für mich eine einfache Entscheidung und eine gute Entscheidung. Super. Hast du gleich beim FC Basel gespielt oder war es so eine kleine regionale Mannschaft? Nee, direkt beim FC Basel. Mein Onkel hat meinem Vater also gesagt, er soll mich direkt beim FC Basel einschreiben. Mein Vater hat anders eigentlich geplant, aber mein Onkel hat es ein bisschen mehr gepusht und ja, bin da mit 5, 6 Jahren zu Basel und bis ich 15 war. Nach 15 ging es mit dir nach England, Tottenham. Wie kam es dazu? Ich habe für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt, mein erstes Spiel gegen Frankreich. Zum ersten Mal selektioniert mit der U16 Schweiz. Und wie gesagt, wir haben gegen Frankreich gespielt und nach dem Spiel hatte ich 2-3 Optionen mit Aston Villa und Liverpool und Tottenham. Und dann bin ich nach Tottenham gegangen und habe da ein Probetraining gemacht. Die wollten mich schon, aber die wollten mich auch nochmal sehen, wie ich da spiele. Und danach habe ich da einen 5-Jahres-Vertrag bekommen und habe mich entschieden, dorthin zu gehen. Das heißt, nach einem Spiel bist du schon den Jungs ins Auge gefallen und dann nach Tottenham. Das heißt, genau. Bei der Nationalmannschaft nach einem Spiel und dann musste ich mich da noch einmal beweisen. Habe ich direkt mit der zweiten Mannschaft da gespielt, gegen auch dritte Liga, vierte Liga da mit 15, 16 Jahren. Und da habe ich gespielt und nach dem Spiel haben die mir einen Vertrag angeboten in Tottenham. Und dann musste ich natürlich nochmal mit meiner Familie reden. Und das war keine leichte Entscheidung, aber ich wollte unbedingt das probieren. Jetzt, viele wissen ja gar nicht, wie es so ist, aus dem Haus zu gehen. Viele träumen von der Profikarriere, jeder will Fußballer sein in Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Aber wenn man dann effektiv mit 15 weg aus der Schweiz geht, England, andere Kultur, anderes Fußball, andere Sprache, wie war das für dich? Keine Eltern, keine Küche von der Mama. Wie hast du das gemacht? Wer hat gewaschen? Wer hat gekocht? Ja, also es ist so, in England haben die ein bisschen ein anderes System. Da arbeiten sie viel mit Gastfamilien und da war ich in einer Gastfamilie direkt. Natürlich war für mich ganz schwer, auch am Anfang, ich habe das gar nicht richtig realisiert, sagen wir es mal so. Ich bin dorthin gezogen und auch die Sprache war auch nicht ich war mit 15, bin ich dorthin gegangen und ich konnte auch noch nicht perfekt Englisch und natürlich die Kultur und das Essen war ganz anders.
Aber habe mich da relativ schnell zurechtgefunden. Und ja, die Gastfamilie hat noch 2-3 andere Spieler, mit denen war ich auch relativ schnell gut. Und da habe ich auch relativ schnell auch Englisch gelernt. War das eine englische Familie? Genau, es war eine englische Familie und die hatten, wie gesagt, noch 3 andere Spieler von Tottenham. Okay. Jetzt war noch ganz interessant zu sehen, du hattest ein Spiel für die Schweiz, U16, sofort nach England und dann kam eine interessante Wende, dann bist du sofort zur serbischen Nationalmannschaft gegangen. Wie kam der Wechsel? Wer hat den angestrebt? Musstest du auch einverstanden sein? Wie sieht das aus mit so einem Wechsel vom Schweizer Verband zum Verband? Also ich glaube, dass die serbische Nationalmannschaft ist auf mich aufmerksam geworden durch den Wechsel zu Tottenham und hat mich dann kontaktiert, beziehungsweise meine Familie. Und und für mich war dann relativ auch schnell klar, dass ich zu Serbien wechseln will, weil ich, es war so, in meiner Zeit bei FC Basel wurde ich nicht selektioniert, also in der U15, U16, als die ersten Länderspiele losgingen. Und dann habe ich auch gesagt, wenn ich mal die Chance habe, nach Serbien zu gehen, dann würde ich es gerne machen. Und die Schweiz wollte mich auch nochmal selektionieren nach dem Spiel in Frankreich, habe mich aber dann für Serbien entschieden. Und genau. Das war die beste Entscheidung war. Ja. Europameister mit der serbischen Nationalmannschaft U19 Europameister, U20 Weltmeister gegen Brasilien, weiß ich noch. Genau. Also es war eine sehr krasse Erfahrung und war wirklich schön, auch U19 Europameister zu werden, mit ein Jahr älteren zu spielen, wie Mitrovic zum Beispiel, der jetzt bei Fulham spielt. Und das war so der erste Taste. Und danach zur Weltmeisterschaft, also beziehungsweise ich hatte die Wahl, zu U21 Europameisterschaft zu gehen, weil wir uns da auch qualifiziert haben mit älteren Spielern wie Kostic und so. Da haben wir in der Quali in Playoffs gegen Spanien gewonnen, war auch ein zwei Spiele, wir sind da durchgekommen und haben uns für die Europameisterschaft qualifiziert und die U20 Weltmeisterschaft war auch gleichzeitig und dann hatte ich die Wahl, dorthin zu gehen, dort oder dort, und dann hat mich aber der damalige Trainer bei der U20, Veljko Paunovic, hat mich überzeugt und hat auch gesagt, du hast nicht zweimal die Chance, zur U20 Weltmeisterschaft zu gehen. Und ich würde es dir raten, mit uns zu gehen. Und zum Glück habe ich auch die Entscheidung getroffen, zur U20 Weltmeisterschaft zu gehen und nicht zur U21 Europameisterschaft. Als du oder ihr mit der U19 Europameister wurdet, war das so eine Überraschung oder wusstet ihr, dass es schon so gut seid und dann auch später euer Weltmeister wird? Also werdet? Wie gesagt, also bei der U19 Europameisterschaft waren die 94er Jahrgang, also es waren ein Jahr älter. Und wir waren 5 Spieler von meinem Jahrgang nur zur Aushilfe da. Also die wollten uns da. Also wir waren eigentlich die Jüngeren in der Kategorie. Und bei der U20 Weltmeisterschaft waren die 95er die Ältesten. Und die 94er waren da nicht qualifiziert, da zu spielen. Und das heißt, die einzigen, die U19 Europameister und U20 Weltmeister wurden, waren unter anderem noch Gacinovic, der bei Hoffenheim jetzt spielt, Rajkovic, der Torwart, Sergej Milinkovic von Lazio. Und der vierte Spieler war, beziehungsweise auch mein bester Freund, der spielt bei Getafe, Maximovic, der auch das Tor geschossen hat gegen Brasilien im Finale. Genau. Als der Weltmeister wurde, wie war's? Wow, das war richtig, richtig ein, also ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, auch die nächsten paar Tage nicht. Spieler haben geweint. Ja, und ich und Gacinovic mussten direkt zum Doping gehen. Also wir konnten nicht mal feiern richtig.
Erst Doping, da waren wir drin im Doping mit Jesus, der bei City spielt. Ja. Der war da am Weinen und wir waren so, weißt du, und dann dachten wir, nee, wir können jetzt auch nicht so übertreiben, weißt du, wir haben ihn ein bisschen getröstet. Aber schon da war uns klar auch, dass er ein Topspieler ist und dass der auch eine große Karriere haben wird. Und ja, und ich und Gacino, ich mussten uns noch ein bisschen gedulden, bis wir feiern konnten. Okay, schön, aber kann mir noch ganz genau erinnern, habt ihr das Spiel live gesehen? Ja, ich weiß, viele haben das gesehen, glaube ich. Ja, war unglaublich. Jetzt zurück zu Tottenham. Du bist von Basel nach Tottenham. Wie gesagt, viele wissen gar nicht, wie das ist, so, wenn man wechselt, keine Familie, du bist alleine, wenn man jetzt schlecht spielt. Wie ist der Druck in England? Du kannst nicht zu Mama, zu Papa gehen oder zur Familie weinen, sondern du bist auf dich alleine gestellt. Ja. Wie sieht das aus von Druck für einen 15-Jährigen? Man wird ganz schnell älter, ganz schnell erwachsener. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, in erster Linie hat es mir viel geholfen, weil ich, wie du gesagt hast, auch schneller erwachsen wurde. Aber auch mein Selbstvertrauen wurde noch größer, weil ich direkt auch mit den Älteren gespielt habe. Ich habe auch mit der ersten Mannschaft trainiert und mit der zweiten Mannschaft gespielt, viel ältere Spieler, wobei ich, wenn ich in Basel geblieben wäre, wäre ich noch bei der U16 geblieben und vielleicht U18 Maximum. Und bei Tottenham war es komplett, also ich habe mit 4, 5 Jahren Älteren gespielt und für mich war, ich habe ein riesen Selbstvertrauen, so einen Schub bekommen und ich dachte wirklich, dass ich es wirklich schaffen kann. Also schon damals mit 15, 16 hatte ich das vor meinen Augen. Wobei, als ich in Basel war, dachte ich, der Weg ist noch sehr, sehr lang. Und in England war er auch sehr lang, aber im Kopf war er schon da. Also hast schon früher Blut geleckt in England. Genau. Ich habe ja auch die Möglichkeit, hier in der Schweiz mit ein paar FC Zürich-Spielern zu trainieren, Junioren, ein bisschen ältere Leute, Challenge-Spieler, Super-League-Spieler etc. Hier in der Schweiz habe ich gemerkt, im Fußball ist es wirklich so, wie du sagst, erst U16, dann erst U18 und so weiter. In England hast du ganz gut jetzt gesagt, dass du schon mit der ersten Mannschaft früh trainieren konntest, mit 4, 5 Jahren älteren Leute. Ja. Ziehst du das System vor oder sagst du, nee, soll es Step by Step gehen? Ja, ich glaube, also für mich, ich kann ja nur für mich sprechen und ich sage mal so, wie ich dir auch gesagt habe, mein Selbstvertrauen war komplett so, hat sich auf eine andere Ebene, also ich habe mich auf eine andere Ebene bewegt und ich persönlich ziehe das vor, weil mir auch jedes Training auch was bringt. Jeder Tag bringt mir was und ich wurde besser und besser und besser. Und da ist es auch so, dass sie relativ früh auch die Spieler, die die größten Talente sind, auch zur Ausleihe schicken. War ja auch bei Charlton und bei Middlesbrough relativ früh in meinen Jahren. Und ja, also das hat mir viel sehr geholfen, sagen wir es mal so. Wie wichtig ist es in deinen Augen ein Selbstvertrauen für einen Spieler? Das Wichtigste, glaube ich. Ohne das Selbstvertrauen, das ist schwer. Also auch im Profibereich, man sieht es auch. Ich sehe es auch jedes Wochenende. Wenn jemand kein Selbstvertrauen hat im Spiel, dann fällt das Tor nicht. Irgendwie, keine Ahnung, kommen die Pässe nicht an. Die Tacklings sind nicht, du bist nicht eine Sekunde zu spät, weil das auch viel im Kopf ist, was sich da abspielt. Hast du noch ein mentales Training? Gibt es sowas? Vor allem im Juniorenbereich, zum Beispiel, genau. Ihr seid jemand 18, 19, Europameister, Weltmeister. Ja. Klar, Einstellungssache, aber nicht jeder hat die gleiche Einstellung. Und wie bearbeitet? Also ich glaube, bei der U20-Weltmeisterschaft zum Beispiel, war unser Trainer, der war Mentor, Motivator, alles, Paunovic. Der war richtig, richtig gut in vielen Sachen und hatte noch, nebenbei hatte er noch einen Psychologen dabei. Aber er selber war wirklich, er hat 3, 4 verschiedene Sachen, Rollen übernommen.
und hat der Mannschaft insgesamt gut getan, weil wir, ja, bei der Nationalmannschaft hatten wir immer ein bisschen das Problem, keine Ahnung, die richtige Mischung zu finden zwischen Disziplin, Talent, wie bringen wir das alles auf den Platz? Und wir haben auch direkt das erste Spiel auch gegen Uruguay verloren, und aber trotzdem der Glauben war da, und wir haben das dann bis zum Schluss durchgezogen, und hätten wir auch nicht so einen guten Trainer, hätten wir das eigentlich auch nicht geschafft. Okay, das ist sehr schön. Mit 21 nach Middlesbrough und Charlton kam dann Bremen. Wie kam das? Also du wurdest ja Weltmeister, dann wurde wahrscheinlich mega viel auf dich aufmerksam. Wie ging das? Wie ging das ab nach England? Wollte dich nicht Tottenham unbedingt behalten? Wie hat das England gesehen? Wie haben das andere Länder gesehen? Deutschland? Wie habt ihr das gesehen? Genau. So nach der Weltmeisterschaft war mir eigentlich klar, dass ich das Land wechseln muss, weil die Engländer die Weltmeisterschaft nicht ernst genommen haben und es nicht so auf den Schirm hatten wie zum Beispiel die Italiener, Spanier, die Clubs aus Deutschland, und da hatte ich verschiedenes Interesse, unter anderem auch Bremen, und das war am Schluss auch der Glücksfall. Du bist schon seit 5 Jahren in Bremen, mit 21 bist du nach Bremen. Wieso Bremen? Italien, Spanien, schöne Länder, gutes Essen. Ja, das stimmt. Deutsch, kannst du ja, großes Vorteil. Aber wieso Bremen, wieso? Nee, das stimmt auch, aber... In der Bundesliga, Top-Mannschaft, Weltmannschaft. Genau. Ich dachte für mich selber auch, das wäre auch für mich auch nah an der Familie, sagen wir es mal so, aber auch von der Anpassung her konnte ich das am schnellsten machen. Bremen ist auch relativ ähnlich wie meine Heimatstadt Basel. Ist auch so eine kleinere Stadt ein bisschen. Die Leute sind sympathisch, alles ist in Weichreite, und in der Nähe ist eine relativ größere Stadt, also Hamburg, und Basel ist auch Zürich und ist sehr ähnlich wie Basel, und ist auch mit dem Flug ganz kurz nach Basel, und ich wollte auch ein bisschen näher an der Familie sein, aber ich habe auch früher als Kind auch mehr Bundesliga geschaut als Premier League zum Beispiel. Jetzt wahrscheinlich ist es ein bisschen anders mit den Jugendlichen jetzt, aber früher war Bundesliga auch nochmal, ich weiß nicht, ob besser, aber noch mehr im TV, und dann hat mich das noch mehr geprägt, und ich wollte unbedingt auch in der Bundesliga es probieren. Du warst jetzt in der Schweiz, aber nur in der Juniorenzeit. Dann warst du England und jetzt Deutschland. Erzähl mal die Unterschiede zwischen Schweiz, England und Deutschland. Wie arbeiten die überhaupt? Man weiß ja, die Intensität in England ist viel stärker, viel größer, aber trotzdem hat man Deutschland Allrounder. Dort hat man alles. Ja, ich glaube, ich würde sagen, zum Beispiel in der Schweiz, ich kann nur für FC Basel sprechen, da arbeiten sie viel, die Technik wird da viel dran gearbeitet, auch an der Koordination, zum Beispiel an der Leiter und alles Mögliche. Das fiel mir relativ einfach, als ich nach England ging, und dann konnte ich diese Koordinationsübungen viel schneller machen als meine Mitspieler und auch viel präziser. Aber zum Beispiel im Gym, ich konnte, als ich 15 war, keine 2 Klimmzüge machen. Und die anderen haben schon 10, 15 Klimmzüge gemacht neben mir, und ich saß da und dachte mir so, was ist los? Und das wurde ein bisschen vernachlässigt, und hier in der Schweiz dafür andere Sachen, und hier in Deutschland habe ich mit der Jugendarbeit relativ wenig zu tun gehabt, weil ich direkt in der ersten Mannschaft war, ein bisschen zweite Mannschaft gespielt habe, von dem her, das sind so die Unterschiede. Und in Deutschland, Deutschland wird sehr intensiv gespielt, viel, viel, also auch physisch,
ähnlich wie England. Und würde ich sagen, relativ ähnlich wie England. Okay, ich bin ja selber Athletiktrainer. Sie Spieler selber, Juniorenspieler, auch ältere Spieler. Wie wichtig ist für dich der athletische Bereich in der Juniorenabteilung? Sehr, sehr, weil ich glaube... Findest du nicht zum Beispiel, dass FC Basel mehr Athletiktraining integriert hätte sollen? Ja, also wenn du siehst, dass ich keine zwei, drei Klimmzüge kann, dann ja. Wobei ich zum Beispiel im Chorbereich, da war ich auch gut immer und verschiedene Sachen. Aber ja, man hätte vielleicht noch mehr im Gym machen können und vielleicht weniger Technik auf dem Platz. Aber ja, also man kann es auch nicht richtig so beschreiben, weil zum Beispiel, vielleicht ist es für die Axpo Super League oder für, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch genug oder beziehungsweise nicht genug, aber vielleicht ist die Mischung da gut, weil ich habe auch nie in der Axpo Super League gespielt und vielleicht sind diese Komponenten und diese Sachen, die man da lernt, ist auch genug. Aber ich denke, wenn du in England oder in Deutschland spielen willst, dann musst du schon auch physisch sehr bereit sein und auch technisch auch schnell denken können, schnelle Entscheidungen treffen auf dem Platz und genau. Jetzt die Athletik hat sich ja auch sehr, sehr verändert. Die letzten 20 Jahre, sogar 10 Jahre, jedes Jahr wird die Athletik verbessert und verbessert. Man sieht sie zum Beispiel jetzt an Bayern München. Ja. Alle Spieler sind topfit in Lewandowski. Als er kam von Dortmund zu Bayern, hat er sich komplett verändert. Alaba, Boateng, alle sind Maschinen geworden. Also das ist ja bekannt in Deutschland. Was denkst du, wird jede Mannschaft so mitziehen müssen in Deutschland? Oder ist es schon auf einem hohen Niveau? Ja, zum Beispiel. Ja, also man sieht das auch in unserem Club auch und auch in anderen Clubs. Ich denke, es wird immer wie professioneller und auch die Daten, GPS im Training, die tagtägliche Arbeit im Gym, aber auch auf dem Platz kann man auch physisch arbeiten und das wird schon jedes Jahr immer wie mehr, auch wenn es Spieler nicht jetzt lieber haben, wenn die auf dem Platz trainieren und Schüsse machen oder lange Bälle spielen, aber trotzdem ist es eine sehr wichtige Sache und die ich auch selber auch ernst nehme und nicht nur das, aber auch der Recovery. Nicht nur das Training, sondern Recovery muss man auch sehr ernst nehmen, wenn man auch lange Zeit spielen will. Jetzt eben Unterschiede haben wir kurz erwähnt, England und Deutschland. Nichtsdestotrotz hattest du noch verschiedene Trainer. Ja. Reden wir jetzt nur in Bremen. Wie viele verschiedene Trainer hattest du? Wie ist der Druck vom Trainer? Spürt man den Druck vom Trainer? Wie ist die Kommunikation Trainer-Spieler? Wie funktioniert das Ganze so? Ich hatte, als ich gekommen bin, 1, 2, das ist der dritte Trainer jetzt. Der dritte Trainer. Und jeder Trainer hat natürlich sein eigenes Konzept und ja, manche Trainer sind ein bisschen weg von den Spielern, ein bisschen isolierter, lassen die Assistenttrainer ein bisschen mit den Spielern noch mehr arbeiten und Findest du das gut, dass Assistenztrainer seinen Job machen? Weil vorhin hast du gut erwähnt, Paunovic zum Beispiel hatte den direkten Kontakt zu euch. Ja. Sollte nicht eventuell ein Headcoach einen direkten Kontakt zu euch haben oder ist das schon gefährlich? Oder wie sieht das aus? Nee, das ist gut. Und jetzt momentan, ich kann jetzt nur für momentan sprechen, ist das eine gute Mischung und wie gesagt, das ist so, der Trainer hat guten Kontakt mit den Spielern und ist für mich auch wichtig und auch für die Spieler wichtig, auch fürs Vertrauen zum Trainer und wie auch die Assistenttrainer. Und ich finde, momentan haben wir eine gute Mischung und
zeigt es auch in der Saison. Also wir liefern relativ gut ab. Ist keine übertriebene Top-Saison, aber eine stabile Saison. Und wie gesagt, ich glaube, jeder Spieler braucht Vertrauen vom Trainer. Und das stimmt momentan bei uns. Wie sieht es mit dem Druck eines Spielers aus? Druck von außen, ihr habt immerhin sehr gute Fans, eine große Fanbase. Wie sieht das aus mit dem Druck? Kommt nicht jeder Spieler kommt ja gleich klar mit dem Druck. Kannst du wiederholen? Sorry, ich habe nicht gut gehört. Den Druck von Spielern. Ihr habt eine große Fanbase draußen. Die erwarten natürlich gute Resultate. Der Vorstand erwartet gute Resultate. Wenn ihr jetzt mal nicht abliefert, 1-2 Spiele, steigt da der Druck von den Medien eventuell? Wie kommst du mit dem Druck klar? Also wir sind hier in Bremen zum Beispiel, ist ein Riesenunterschied zu England zum Beispiel. Die Fans und die Medien alle sind ein bisschen enger am Club dran, an den Spielern. Und was ich auch gut finde, ich mag die Nähe. Und man spürt auch die Liebe zum Verein und zu den Fans. Und wir hatten auch zum Beispiel die letzte Saison war eine ganz schlechte Saison von uns und da haben wir auch viele Spiele, auch viele Heimspiele verloren. Aber die Fans waren immer im hinter uns und von dem her kann ich nur sagen, also kann ich ja nur für Werder Bremen sprechen und ich möchte, wie gesagt, also es war wirklich eine ganz nicht gute Saison, aber trotzdem waren die hinter uns und natürlich spürt man den Druck. Natürlich nicht nur von den Fans, vom Verein oder von den Medien, aber du selber willst ja auch jedes Spiel gewinnen und willst kein Loser sein oder irgendwie absteigen oder so. Und von dem her glaube ich, in meinem Fall zum Beispiel mache ich mir selber den größten Druck und aber Druck ist ja auch kann was Gutes sein und das ist auch eine Chance, was besser zu machen. Super. Die größte Niederlage in Bremen, was war das? Und die schönste Zeit in Bremen? Größte Niederlage, ich glaube... Natürlich, von der Mannschaft her, vom Verein her. Die größte Niederlage? Genau, das größte Tief, wo ihr hattet, wo du hattest. Ich glaube, die größte Niederlage war 6-1 in München, wenn ich mich nicht täusche. Oder 7-1, aber ich glaube 6-1. Aber ich glaube, das größte Tief war gegen Mainz, als wir 5-0 verloren haben zu Hause. Und das war ein Tiefpunkt. Und aber wir hatten keine Zeit, uns da auch auszuruhen und traurig zu sein. Wir hatten direkt am nächsten Spieltag ein anderes wichtiges Spiel, das wir gewinnen müssen, um nicht abzusteigen. Von dem her, das ist auch das Schöne an Fußball, dass man nächste Woche direkt was gut machen kann. Genau, ist so eine Charaktersache, wenn man 5 Mainz verliert und dann wieder zurückkommt. Genau. Der größte Erfolg für dich persönlich, Bremen, nur die 5 Jahre in Bremen, wo du warst. Ja, momentan, ich glaube, Bremen ist auch eine hat eine riesen Geschichte auch im Pokal und das war definitiv das Halbfinale gegen Bayern in Bremen. Da haben wir auch leider am Schluss verloren, aber ganz knapp. Wir waren noch 2-2 und dann haben wir den Elfmeter 3-2 gewonnen. War ganz knapp an Berlin dran. Das Finale ist immer in Berlin. Und hoffentlich können wir dieses Jahr ins Finale kommen. Hoffentlich. Fußball geht zu Ende. Was machst du nach Fußball? Gute Frage. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber noch nicht sehr, sehr ernst. Und könnte mir aber vorstellen,
auch im Fußball zu bleiben, als Berater oder auch im Verein. Aber ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wenn du einen Wunsch hättest, fußballerisch, was wäre das? Ich glaube, als Junge freut man schon immer und schaut man immer die Spiele, 20.45 Uhr Champions League und die Hymne hört man. Und das wäre natürlich krass, auch in der Champions League zu spielen. Miloš, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch ein kleines Feedback an eure Fans in Bremen? Eine kleine Nachricht? Nee, also wie gesagt, ich habe schon vorher auch gesagt, das sind wirklich eine Top-Fans in Deutschland, die auch, wenn wir schlechte Zeiten haben, uns unterstützen. Und ich möchte mich bedanken bei allen. Und wie gesagt, auch danke für dich, danke an dich für das Interview. Es war mir eine Ehre. Miloš, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg, bleib gesund und man hört sich. Danke, du auch. Ciao.